Und jetzt ist genau die richtige Zeit gekommen, um alte Schätze wieder aufleben zu lassen. Ob das Fotos, Dias oder Negative sind, Ihre Fotos und Dias und Negative, das sind Unikate, das sind Ihre privaten eigenen Schätze. Aber auch die werden irgendwann nicht mehr anschaubar sein. Sie können Risse bekommen, sie können, die Farben können verblassen. Und das sage nicht nur ich, sondern auch die Fachwelt, wie zum Beispiel Mediafix. Denn die hat über Dias berichtet, worauf muss man bei der Dia-Lagerung achten. Die schlechte Nachricht direkt vorweg, Dias halten leider nicht ewig, denn sie haben eine begrenzte Haltbarkeit. Bereits nach 15 bis 20 Jahren fangen sie an, Farbstiche zu bekommen und zu verblassen. Wenn es ganz schlimm kommt, können sie sogar schimmeln. Das Dias Digitalisieren ist natürlich der beste Weg, um ihre alten Erinnerungen zu bewahren. Ihre Dias sind Unikate, sie sind Erinnerungen an schöne und besondere Zeiten. Und schöne, besondere Zeiten, die gibt es jetzt bei uns in Form von Fotos, Dias und Negative. Und wir digitalisieren sie. Und Ingo hat die Lösung. Ganz genau, Sie kennen das. Sie haben Kartons voll mit alten Negativen und Fotos. Oder Kartons mit Dias. Und Sie haben Fotoalben. Ich zeige Ihnen, wie Sie das alles ganz einfach digitalisieren können mit unseren Foto-, Dia- und Negativscannern. Dafür gehe ich mal eben an den Schreibtisch. Und da haben wir unser erstes Produkt, das ist ganz, ganz neu. Das ist unser Somicon Standalone Dia- und Negativscanner. Ich zeige Ihnen den mal hier. So klein ist er. Und er ist sehr, sehr einfach zu bedienen, was ich Ihnen gleich mal zeigen werde. Sie bekommen dazu diese Schlitten, nennt sich das. Da können Sie hier in diese Schlitten ein Dia einlegen oder Sie können Negative einlegen. Sie können sogar, und das ist ein ganz altes Format, Pocketfilme reinlegen. Das war mal ein Format, das gab es Ende der 70er, Anfang der 80er, da war der Film sehr klein, um die Kameras damals eben klein zu machen. Und ich zeige Ihnen mal, wie einfach das geht. Wir haben hier jetzt, nehmen wir mal den Schlitten für, kriegen hier den Schlitten für Negative oder Dias. Und dann sehen Sie das ganz einfach, legen wir das Dia hier in diesen Schlitten rein, schließen das und dann schalten wir unseren kleinen Scanner mal ein. Jetzt sehen Sie, ob ich das direkt an PC anschließen will und direkt auf den PC scannen will oder eben hier auf der Rückseite in diese SD-Karte, wo das alles digitalisiert dann eben gespeichert wird. Ich sage Ihnen jetzt mal nein, ich will das hier auf meinem kleinen Monitor sehen. Der Monitor ist farbig und sehr, sehr hochauflösend. Sie können also immer ganz genau sehen, was Sie da machen. Ich sage mal eben, ich will also das nicht machen. Und jetzt kann ich einfach dieses Dia hier an der Seite reinschieben in diesen Schlitten und Sie sehen, das Dia ist da. So ist das Dia eben zu sehen und dann, alles was Sie machen müssen, ist den OK-Knopf drücken und schon speichert er dieses Dia jetzt auf der SD-Karte. So schnell ging das und da sehen Sie, wie einfach das ist. Ich brauche keinen PC, ich brauche keine technischen Grundkenntnisse. Ich kann das Dia einfach hier reinlegen in diesen Schlitten auf der Seite, drücke den Knopf und schon ist es digitalisiert. Ist Wahnsinn, irre, ne? Wie schnell das geht und vor allem wie einfach. Ausgeklügelte Technik, aber super leicht erklärt und verständlich. Das heißt, das bekommt auch jeder hin. Und ich finde, für mich ist das auch ein neues Hobby, jetzt, wo man die Zeit hat, wo man viel zu Hause ist, nichts hat geöffnet. Man sitzt zu Hause und denkt sich so, Mensch, ich kann da nicht den ganzen Tag irgendwie putzen, das macht ja keinen Spaß. Aber das ist ein neues Hobby und so viele Menschen haben noch Dias und Negative. Ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, und das ist viel, viel spannender. Ja, ich meine, was ist denn noch spannender als die Zeitreise in die eigene Geschichte? Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, diese Geschichten weiterzugeben an Kinder und Enkelkinder. Und das weckt für mich jedes Mal Emotionen, wenn ich diese Dias und Negative schaue. Weil gerade so Negative, wie gesagt, das ist noch nicht so lange her. Man hat sie vielleicht noch, diese Fototaschen mit den Negativen. Aber man weiß ja häufig gar nicht, was drauf ist. Man sieht das ja kaum. Ja? Und jedes einzelne Bild ist wert, gerettet zu werden, finde ich jedenfalls. Oder Sie nicht auch? Dann ist es jetzt an der Zeit gekommen, sie zu retten und zu bestellen. Ich meine, schauen Sie, 94 Euro ist doch ein super Preis, oder Ingo? Ja, für unbezahlbare Erinnerungen. Das sind ja, Bilder sind ja Erinnerungen. Und Dias haben die meisten Leute, sagen wir mal so, bis Anfang der 90er gemacht. Das heißt, wir haben jetzt eben Bilder in diesen Erinnerungen. Ich lege mal das nächste Dia rein, damit Sie sehen, wie einfach das ist.
Das sind Erinnerungen, die sind also sehr alt und man kann dann wirklich in Erinnerungen schwelgen und diese Bilder eben auch digitalisieren und vor allem kann man die dann auch mal ausdrucken. Man kann die also beim Drogeriemarkt Ihrer Wahl, da können Sie ja mit Ihrer SD-Karte hingehen und das einfach ausdrucken. Oder Sie können es teilen mit Verwandten, mit Freunden, die da vielleicht drauf sind. Oder guck mal, hier war der, so sah ich früher aus. Es macht einen Riesenspaß. Man kann Collagen basteln, das ist ein ganz tolles und persönliches Geschenk. Schauen Sie mal, hier ist wieder das Dia drin. Ist das nicht fantastisch? Und alles, was ich machen muss, ist wirklich nur OK drücken. Das hat wirklich nur diese 6 Knöpfe. Einer davon ist an, aus. Einer ist eben okay. Und der andere dient, um durch die Menüs durchzukommen. Aber die Menüs sind auch so einfach. Ich kann hier einfach den Typ ändern, was ich jetzt hier sehen will. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Negativ. Das wäre ein Schwarz-Weiß-Negativ. Hier haben wir eine andere Größe. Es ist wirklich, wirklich unglaublich, was so eine kleine Maschine kann. Und das eben in hoher Auflösung, in 14 Megapixel. Das ist also wirklich hohe Auflösung mit 3200 dpi. Das bedeutet, Sie scannen das mit 3200 Dots per Inch, heißt das. Das ist eine englische Beschreibung, das heißt Punkte pro Inch. Und Inch ist 2,5 Zentimeter. Es ist also eine sehr, sehr hohe Auflösung und ich finde das einfach toll, dass man das eben sowohl an Computer anschließen kann, als auch hier ganz einfach auf die SD-Karte und keine technischen Vorkenntnisse braucht. Eben, das ist ja das Besondere, das versteht jeder, das kann jeder. Einfach Dia oder Negativ einlegen, auf den Knopf drücken, fertig. Die Schienen sind dabei, also alles, was Sie dafür brauchen, ist schon mit dabei. Mhm. Das heißt, wenn es innerhalb weniger Tage zu Ihnen kommt, können Sie sofort loslegen, diese wertvollen Unikate sichern und retten für die Ewigkeit, vervielfältigen, weiterschicken an die Kinder, an die Enkelkinder. Ja. Ja, oder vielleicht auch mal wieder so, das ist wirklich wie ein neues Hobby. Und dann hat man vielleicht auch abends mit dem Partner wieder was zu erzählen und dann kann man sich die Foto oder die Dias zeigen und hat auch Geschichten, die man hier jeden einzelnen Dia verbindet, oder? Das sind noch Emotionen, das hat man eigentlich irgendwann mal erlebt und die lagert man jetzt in so einem Karton. Ist doch schade, oder? Ich meine, heute, wenn man etwas sieht, macht man ein Foto mit dem Smartphone. Das ist gar kein Problem mehr. Aber früher war das schon was Besonderes, wenn man ein Foto gemacht hat oder Dias hatte. Da hat man sich zu Dia-Abenden getroffen. Ja, und es ist so schade, wenn diese Kisten voll Dias und Negative irgendwann mal verloren gehen. Das darf nicht passieren. Sie können jetzt bestellen. Die Bestellnummer ist die NX6100 und die 569. Und der TV-Sonderpreis, der ist übrigens nur 2 Stunden gültig. Das heißt, halten Sie sich ran. Und es ist übrigens auch eine schöne Geschenkidee. Ganz viele Kunden sind bereits begeistert. Nicht nur unsere Pearl-TV-Kunden, sondern auch Amazon-Käufer. Schauen Sie mal, eine Top-Bewertung mit 4 von 5 Sternen. Und ganz klar ist natürlich auch der Preis ein absolutes Highlight, Ingo. Oder? Ja, und das ist halt, ich habe bei meinem Vater so viele Dias gefunden im Keller, wusste gar nicht, was da drauf war. Da waren Bilder davon dabei, wie er ein Junge war oder wie wir im Urlaub gewesen sind. Ganz, ganz tolle Bilder. Bilder haben ja auch eine tolle Auflösung und tolle Farben. Das ist ja nicht vergleichbar mit digitalen aus dem Handy, weil das halt richtige optische Fotolinsen waren damals. Und da Bilder Geschichten erzählen, sollten Sie jetzt keine Sekunde zögern und anrufen. NX6100 und die 569 ist die Bestellnummer für unseren kleinen Mini-Dia- und Negativscanner. Es ist also auch ein Gerät, was nicht viel Platz wegnimmt. Ist ja nochmal ein Vorteil. Aber wer sagt, Mensch, Fotos, Dias habe ich alle noch, finde ich toll. Aber ich habe auch Dias und Negative habe ich noch. Aber ich habe auch noch ganz viele Fotos, geht mir ja genauso. Ne? Die Fotoalben oder irgendwelche Fototaschen voller Fotos. Wissen Sie was? Auch die können wir jetzt digitalisieren und Ingo hat die Lösung. Ganz genau, da haben wir hier unseren Somicron Foto 3-in-1 Scanner. Der kann also Dias, Negative und Fotos scannen. Ich zeige Ihnen das mal auch ganz kurz. Auch hier sehen Sie, er ist wieder ganz einfach zu bedienen mit diesen wenigen Knöpfen hier oben noch. Ich mache ihn mal eben an. Und dann sehen Sie schon, es geht sofort los. Ich habe hier wieder diverse Schlitten, mit denen ich eben Dias oder Negative scannen kann. Ich mache das jetzt mal eben bei Negativen, damit Sie das auch mal sehen, wie das aussieht und funktioniert. Ich stecke das jetzt hier rein und sehe jetzt hier schon das Negativ. Das ist jetzt ein Negativ, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das Ganze positiv sehen. Das heißt, ich drücke hier auf Typ
Und schon sehen Sie, es handelt sich um eine Schneeaufnahme. Das heißt, auf Negativen selber kann man ja gar nicht genau sehen, was da jetzt genau drauf ist. Mit dem hier können Sie sogar Negative ansehen. Und auch hier ist es so einfach. Sie drücken einfach hier oben, ist ein kleiner Knopf, okay. Ich drücke okay und schon wird dieses Bild gespeichert. Und das wieder in ganz schneller Geschwindigkeit. Ich kann zum nächsten Negativ gehen. Und so weiter und so weiter. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Sie stellen es auf Film, drücken hier oben eben den Typ, ob Sie ein Negativ oder ein Positiv haben, drücken hier oben OK und schon wird das Bild gescannt. Was dieser Scanner jetzt, dieser Fotoscanner, der hat eben auch noch, kann noch Fotos scannen. Und das will ich Ihnen jetzt auch mal zeigen, weil das wirklich so schön und beeindruckend ist. Dafür muss ich ganz einfach hier oben auf Fotos stellen. Er steht jetzt auf Film, jetzt stelle ich ihn auf Foto. Hier unten muss ich ihn auf Foto stellen. Und jetzt sehen Sie, dass wir dieses Foto, was hier unten drin ist, auf diesem Schlitten wieder scannen. Das ist also genau ausgeleuchtet. Wow. Das ist ja das Tolle. Guck mal, das ist ja wie eine Studiobeleuchtung. Hier auf beiden Seiten haben wir diese hellen LEDs. Wenn wir den jetzt hier raufstellen, hat er optimale Beleuchtung und optimale Entfernung, dass es also im Fokus ist. Wieder hier, ganz einfach. Wir drücken OK und schon wird das Bild gescannt. Ich finde das unglaublich. Eben weil da, das ist ja wie so eine Bühne, kann man ja fast sagen. Weil wir diese ganzen Scheinwerfer drin haben, dass das eben alles optimal ausleuchtet. Es spiegelt nichts und es ist optimal gescannt. Sie kennen das, wenn Sie Fotos normal in Scanner tun, das ist ja eine Mordsarbeit, da kriegen Sie ähnliches Ergebnis. Sie sind aber nicht für Fotos optimiert. Da gibt es manchmal diese Raster dann drin. Dieser hier ist für Fotos gemacht und macht das alles optimal. Optimal ist natürlich auch der Preis. Schauen Sie mal, 142 Euro. Damit können Sie Fotos scannen, Sie können Dia scannen und negativ. Ich meine, wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 270 Euro. Und normalerweise, wenn man in ein Fachgeschäft geht, die ja normalerweise jetzt momentan eh nicht aufhaben, bezahlt man ja wirklich pro Foto, pro Dia, pro negativ. Und ganz ehrlich, manche persönlichen Fotos will man dann vielleicht auch doch nicht weggeben oder ist dann ja doch schon unangenehm. Ich kenne das ja, wenn man irgendwo in so einer Drogerie steht und dann alleine ein Foto vom Handy ausdrucken möchte. Ja, da guckt man auch immer links und rechts, hoffentlich guckt keiner. Auch wenn es nichts Schlimmes ist, aber man will natürlich das privat für sich behalten. Und das ist Ihre private Geschichte, die Sie jetzt retten können mit unserem 3-in-1 Scanner und Digitalisierer. Und jetzt zeige ich dir was ganz, ganz Tolles, was dieser hier eben auch noch kann. Ich kann hier tatsächlich Fotoalben scannen. Fotoalben, da sind die Fotos ja. Ich habe mal ein altes Fotoalbum von mir mitgebracht. Da sind sehr persönliche Babybilder von mir drin. Aber ich zeige Ihnen das trotzdem mal. Wo haben wir die Kamera? Das sind ganz alte Aufnahmen und da möchte... Das haben Sie bestimmt auch noch ganz viele, Fotoalben bei sich im Regal. Und das sind persönliche Aufnahmen, die möchte man auch nicht wirklich rausreißen. Dann beschädigt man vielleicht das Foto. Und das wurde mit so viel Mühe aufgenommen und ausgewählt, eben diese Bilder speziell jetzt hier reinzutun. Das bin ich mit 2 Jahren, ganz, ganz niedlich. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie einfach das geht, das zu scannen. Ich nehme diesen Scanner, haben wieder die Lampen an hier. Und dann setze ich das einfach drauf aufs Foto. Ach, das ist ja toll. Du musst das Foto also nicht rausnehmen. Du lässt es direkt im Fotoalbum drin. Ich lasse es direkt im Fotoalbum drin. Und es wird wieder perfekt aufgenommen und gescannt. Sie sehen hier, mein Vater drückt mein Gesicht ein bisschen zusammen. Ich sehe ein bisschen unglücklich aus, war aber sehr glücklich, kann ich Ihnen versichern. Das ist eine tolle Erinnerung zum Festhalten. Ich drücke hier drauf. Und schon ist es auf der SD-Karte und ich kann dieses Bild jetzt weiterschicken. Ich kann das eben verschicken. Ich kann es mir selber noch mal ausdrucken. Das sind ja Unikate, diese Bilder. Die gibt es nicht noch mal. Die gibt es nur in diesem Fotoalbum. Und ich scanne die jetzt eben, ohne sie zu beschädigen und ohne das Album auseinanderzunehmen. Das ist eben das Tolle. Und das ist so kinderleicht. Wie gesagt, Sie brauchen keine technischen Vorkenntnisse. Alles, was Sie machen müssen, ist dieses hier raufsetzen aufs Fotoalbum und OK zu drücken. Und schon wird das Bild gescannt. Ist das nicht irre?
Ihr habt bestimmt auch noch ganz viele Fotoalben. Na klar, und ich habe auch noch ganz viele Fotoalben von meiner Schwester und von mir. Da fehlen so viele Fotos. Früher war das ja so, da hat man das Foto aus dem Album rausgerissen, hat da vielleicht irgendeine Fotokollage oder ein Geschenk gebastelt. Und das Foto gibt einem niemand mehr wieder. Wenn das Foto weg ist, ist es weg. Und auch das Fotoalbum an sich, wenn man das mal jemanden ausborgen möchte, weiß man ja auch nicht, sehe ich das wieder. Ja, oder haben die Fotos dann Risse, Knicke. Deswegen vorher digitalisieren, dann können sie es so oft verschicken und verschenken, wie sie möchten. Und ja, gerade wenn die schon mal eingeklebt worden waren und dann reißt man die raus. Und prinzipiell hat man dann immer irgendwie Verlust, dass da eine Ecke fehlt oder die Fotos ganz dünn werden. Es ist wirklich schade. Mit unserem Scanner ist das nicht mehr notwendig. Einfach draufsetzen, scannen, fertig. Ja, du kannst sie einfach raufsetzen, den Knopf drücken und schon wird das Bild gescannt. Ich finde das wirklich toll. Es wird nicht besser, wenn man es hin und her reicht, so ein Fotoalbum. Und er ist so beliebt, unser 3-in-1-Scanner. Schauen Sie mal, das ist jetzt schon wieder ausverkauft. Der kommt Anfang März wieder. Bitte bestellen Sie jetzt vor. Sichern Sie sich Ihr 3-in-1-Gerät unter der Bestellnummer NX6103 unter 569. Nur wer jetzt um die nächsten 2 Stunden anruft, sichert sich den TV-Sonderpreis und die Verfügbarkeit des Artikels. Der ist so beliebt, jedes Mal, wenn wir ihn zeigen, das ist Wahnsinn. Aber ich kann es auch verstehen, weil gerade so die Fotozeit ist ja noch gar nicht so lange her. Das ist es ja. Und man hat ja selber von sich selber, die Eltern haben ja meistens Fotoalben gemacht für einen oder von alten Familienurlaub. Und dann hat man eben ein Fotoalbum und hat diese Bilder für die Ewigkeit eben digitalisiert. Es ist wirklich kinderleicht. Man braucht keine technischen Kenntnisse dafür. Es geht ganz, ganz einfach. Und jetzt gerade, sagen wir mal, negativ ist auch so ein Ding. Negative, man kann A, gar nicht sehen, was da ist. Die Fotos dazu, weiß keiner, wo die sind. Vielleicht hat man die verschenkt, weil die guten Fotos hat man verschenkt oder in Alben geklebt. Die Negative haben sie aber wahrscheinlich noch. Und wenn sie diese Streifen Negative finden, können sie die alle mit diesem Scanner oder mit unserem kleineren Scanner eben alles damit ganz, ganz super scannen und digitalisieren kann. Sag mal, Ingo, könnte ich damit nicht auch selbstgeschriebene Rezepte oder Fotos aus einer Zeitung oder so Artikel aus einer Zeitung scannen? Ja, natürlich. Echt? Das ist kinderleicht. Ich mache auch das mal eben. Ich habe jetzt hier meine Setkarte zum Beispiel von heute, meine Notizen zu unserem Scanner. Das könnte jetzt ein Rezept sein, ne? Das könnte ein Rezept sein. Viele haben ja von der Mutti oder von der Oma selbstgeschriebene Rezeptbücher oder auch Rezepthefte eben. Und man möchte jetzt wissen, wie ging der Google-Kurf damals. Und dann lege ich das einfach hier rauf und scanne es. Und schon habe ich eben dieses gescannt. Und auch Zeitungsartikel. Das ist ja auch manchmal, es wird ja von jemandem in der Zeitung berichtet mit einem Foto. Ich habe was von meiner Abi-Feier habe ich damit gescannt. Da war ein Zeitungsartikel tatsächlich von meiner Abi-Feier, wo ich ganz klein im Hintergrund zu sehen bin. Damit kann ich das eben scannen, vergrößern und habe eine schöne Erinnerung. Ach toll. Und dann kann man das weiter verschicken. Ja. Man kann es vor allem generationsübergreifend auch weitergeben. Das finde ich so wichtig, ja, dass man dann auch seinen Kindern und seinen Enkelkindern sagt, guck mal hier, da war ich damals in der Zeitung, da habe ich das geleistet oder da bin ich Sportler des Jahres geworden, was auch immer. Hm. Ich finde das so schön und das weckt Emotionen. Gerade wenn man sich dann die Fotos erstmal wieder anschaut in Ruhe und jedes Foto erzählt eine Geschichte und das ist so wichtig, dass sie ihre eigene private Geschichte jetzt retten, denn es ist kurz vor 12. Irgendwann werden die kaputt gehen, die Fotos bekommen Alterserscheinungen, bekommen Risse, verblassen und es wäre doch schade, wenn es so weit kommt, oder? Ja, es ist so toll, dass wir dieses Gerät haben, was eben alles scannt. Es scannt Dias, es scannt Negative und dieser hier scannt sogar Fotos und das sind alles wirklich toller Qualität, die man dann eben weiterschicken kann oder sammeln kann. Das macht auch richtig, richtig Spaß. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn Sie das machen. Ja. Und es ist wirklich etwas, was man machen sollte. Und jetzt haben Sie die Zeit, das zu tun. Es ist ein tolles Hobby und viel besser, als vorm Fernseher zu sitzen. Ihr neues Hobby hat die Bestellnummer NX6103 und die 569. Greifen Sie jetzt zu. Sie wissen gerade, unser zweites Gerät ist derzeit vergriffen, kommt aber Anfang März endlich wieder. Und da dürfen Sie sich drauf freuen. Sie dürfen das auch gerne weiter verschenken. Auch es ist noch nicht so lange her. Viele haben Fotos, Dias und Negative. Und wenn Sie einem besonderen Menschen eine besondere Freude machen wollen, dann haben Sie hier das perfekte Geschenk. Rufen Sie jetzt an, 0180 51 51 und dreimal die 2. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß beim Digitalisieren und Anschauen und weiter verschicken. Viel Spaß!